Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial Wie wird meine Band awesome? Ich bin der dunkle Parabelritter und ich werde euch jetzt zeigen, wie es geht. Man sagt ja immer, das Wichtigste ist, dass man entweder ein Instrument spielen kann oder zumindest singen. Aber Leute, das ist totaler Quatsch. Das Allerwichtigste für eine erfolgreiche Band ist ein cooler Bandname. Am besten ist, wenn dieser Bandname irgendwie noch zweideutig klingt, sodass man denken könnte, dass er vielleicht irgendwie verrucht ist, gefährliche Bandmitglieder enthält oder möglicherweise politisch nicht ganz korrekt ist. Aber ein innovativer Bandname ist noch nicht alles. Ihr braucht natürlich selbstverständlich einen tiefgründigen Namen für euer alter Ego. Ihr seid doch schließlich wichtig, denn ihr seid Mitglied einer richtigen awesome Band. Das Problem mit dem Namen ist, dass die meisten guten schon weg sind, zum Beispiel Torso Fuck oder Benjamin Blümchen. An dieser Stelle ist also wirkliche Kreativität gefragt, aber ihr als Mitglied einer richtigen awesome Band seid das natürlich gewohnt. Wenn ihr euch endlich richtig durch den Bandnamen repräsentiert fühlt, dann geht ihr zu Schritt 2. Schritt 2 ist, tiefgründige Bilder von euch auf Instagram hochladen, denn eure kreative Ader ist nicht nur musikalisch, sondern allumfassend. Ihr seid natürlich ein kreativer Künstler und selbstverständlich kann eure nachdenkliche und tiefgründige Art in vielerlei Hinsicht zum Ausdruck kommen. Muss nicht nur durch Musik sein, denn ihr seid Mitglied einer awesome Band. Und deswegen seid ihr awesome. Nun habt ihr es geschafft, einen kreativen Namen zu finden, der in den Gehörgängen eurer potenziellen Fans festhaften wird, und ihr habt bereits eure kreative Ader gezeigt. Nun ist es Zeit, die Band zu rekrutieren. Ein Kumpel von euch, den ihr nur aufgrund von Mitleid in die Band lasst oder weil ihr ihm noch einen Gefallen schuldig seid. Mindestens einem Typen, der richtig fett Party machen kann und sehr, sehr viel Alkohol verträgt. Eine Frau, mit der ihr ins Bett wollt. Und ein Typ, der das Gras ranholen kann und sich damit zufrieden gibt, den Bass zu spielen. Krass! Ihr habt den härtesten Teil getan, ihr seid jetzt eine vollständige Band, ihr habt einen kreativen Namen und die ganze Welt kann jetzt eure tiefgründigen Machwerke begutachten. Und deswegen habt ihr jetzt die verdammte Pflicht, den Menschen dort draußen zu zeigen, wie awesome ihr wirklich seid. Und zwar, indem ihr permanent erzählt, warum ihr eine Band habt, wie toll diese Band ist und wie diese Band heißt. Und ihr müsst selbstverständlich eure Privatexistenz aufgeben, indem ihr euren Facebook-Namen in euer alter Ego verändert. Ihr steckt nun mittendrin in der Transformation eines normalen Erdenbürgers in das Mitglied einer awesome Band. Natürlich müsst ihr euer bisheriges, erdröges menschliches Leben ein wenig mit interessanten Geschichten füllen. Dementsprechend müsst ihr ein paar Gerüchte über euch erfinden und in Umlauf bringen. Seriöse Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass folgende Gerüchte besonders großen Eindruck machen: Mord, Rechtsradikalismus, extremer Drogenmissbrauch und das Essen von kleinen Kätzchen. Nun, da ihr eine rechtsradikale, mordende, katzenessende und extrem drogenmissbrauchende Band seid, wird jeder Mensch auf diesem Planeten euer Merchandise kaufen wollen. Natürlich werden die Leute es jetzt nicht mehr öffentlich tragen können oder irgendwo im Laden kaufen, aber das ist eure Chance, es für ganz, ganz viel Geld anzubieten. Und deswegen kommt ihr jetzt zum wichtigsten Schritt überhaupt, der euch ganz viel Geld in die Kassen spielen wird, nämlich Merchandise produzieren. Ob ihr jetzt einen Song draußen habt oder nicht, spielt dabei keine Rolle, denn ihr seid mittlerweile ein Schwergewicht der Szene. Und auf dem Weg zur Awesomeness stehen euch jetzt alle Türen offen. Nun, da die gesamte Szene mit Merchandise und T-Shirts von euch ausgestattet worden ist, könnt ihr euch auch erlauben, arrogant zu werden. Manche Bands werden sich gegen euch positionieren, um einen Teil eures Ruhmes zu ernten. Diese Bands müsst ihr verprügeln. Denn damit zeigt ihr, wie mächtig ihr seid und dass ihr die überlegene Kraft innerhalb der Szene seid. Außerdem muss man manchmal die Gerüchte auch mit etwas Wahrheit unterfüttern. Und damit auch niemand vergisst, dass ihr eine rechtsextreme, mordende, katzenfressende und drogenmissbrauchende Band seid, müsst ihr es ihnen immer wieder sagen. Und zwar mit brutaler Internet-Promotion. Es gibt kein zu viel und es gibt keine Regeln im Internet-Promotion-Krieg! Selbstverständlich müsst ihr nur im Internet aktiv sein, denn eine Band, die so bedeutend ist wie ihr, die hat Konzerte nicht mehr nötig. Falls ihr aber mal doch schwach werden solltet und ein Konzert geben wollt, dann müsst ihr definitiv folgende Richtlinien beachten. Ihr dürft maximal 3 Songs von der ersten Demo spielen. Ihr müsst während des Konzerts mindestens 5 Fans in der ersten Reihe anspucken und mindestens 3 Tiere auf der Bühne so qualvoll wie möglich verenden lassen. Eine Band, die so awesome und so übermächtig ist wie eure Band, darf selbstverständlich nicht mit Fans kommunizieren. Und falls es wirklich sein muss, dann nur in beleidigender Form. Denn diese Maden wollen es so. Der 10. und wichtigste Punkt, warum eine Band erfolgreich wird, ist selbstverständlich, dass sie sich ein YouTube-Video von jemandem anschaut, der von Musik absolut keine Ahnung hat und selbst in keiner Band ist. Denn wir wissen alle, diese Menschen sind die kompetentesten. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun erfolgreich die Trainingseinheit beendet und sind nun offizielles Mitglied einer awesome Band. Für weitere Trainingseinheiten könnten Sie diesen Channel abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben dalassen. Für Ihre Trainingserfahrung steht dort unten die Kommentarfunktion zur Verfügung. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal mit dem dunklen Parabelritter.